herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich bin ja in Wien geboren und auch groß geworden und deswegen möchte ich euch heute das Rezept vom originalen Wiener Apfelstrudel zeigen. Es ist total einfach, den Strudelteig selber zu machen und ihn selber auszuziehen, aber man hat halt einfach so eine gewisse Hemmschwelle davor, weil es, ja, dem eilt ein Ruf voraus. Und ich möchte euch heute zeigen, dass es sehr, sehr einfach geht. Ich stelle euch einmal die Zutaten vor. Für den Teig brauchen wir 250 Gramm Mehl. Wichtig ist, dass ihr hier das Type 700 verwendet, weil da ist einfach der Anteil vom Kleber höher und so funktioniert der Teig dann besser, die Elastizität vom Teig wird schöner. Ich habe es mir auch schon mit einem normalen Mehl probiert, geht auch, aber das ist halt einfach nochmal so der Zusatztipp. Das heißt 250 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 50 Gramm Öl, ein Ei und 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Ich habe 25 Gramm Öl, sorry, nicht 50 Gramm, 25 Gramm Öl. Hier habe ich ein geschmacksneutrales Öl genommen. Für die Fülle brauchen wir 3 Kilo Äpfel. Ich habe jetzt hier ganz frische Äpfel von einer Freundin bekommen. Es sind eher säuerliche Äpfel. Dann habe ich 100 Gramm Rosinen, 120 Gramm Kristallzucker, 100 Gramm Semmelbrösel, 100 Gramm zerlassene Butter und einen Teelöffel Zimt. Beim Zimt und bei den Rosinen könnt ihr da so einfach nach Geschmack auch vorgehen. Ich habe sehr, sehr gerne Rosinen. Wenn ihr Rosinen nicht so gerne habt, lasst das einfach weg oder nehmt es weniger. Genauso auch beim Zimt. Und was auch noch total lecker schmeckt, was jetzt aber nicht so das Originalrezept ist, aber was voll lecker schmeckt, sind angebratene Haselnüsse, fein gemahlen, wenn ihr die auch noch in die Fülle dazu gebt. Wenn ihr das gerne wollt, einfach so 100 Gramm von den Haselnüssen noch dazu, schmeckt super. Gut, ich räume jetzt einmal die Füllung auf die Seite und zeige euch einmal als erstes, wie ich den Teig zubereite. Vorbereitet habe ich mir mal eine Schüssel. Den ärgsten Gatsch mache ich vorab in der Schüssel und dann werde ich ihn mit der Hand kneten. Ihr könnt es genauso gut, wenn ihr das vermeiden wollt, genauso gut auch einfach mit der Küchenmaschine, mit dem Knethaken machen. Als erstes kommt das Mehl in die Schüssel. Dann mache ich mir eine kleine Grube. Da lasse ich dann das Ei hinein. Die Prise Salz. Und jetzt das warme Wasser. Achtet echt drauf, dass das lauwarmes Wasser ist. Und jetzt verrühre ich mir das jetzt einmal mit dem Löffel. So, und wenn sich einmal die Flüssigkeiten so mit dem Mehl verbunden haben, dann hole ich mir das jetzt alles raus und werde es mit der Hand kneten. Und ich hole mir auch noch eine Teigkarte dazu. So, und jetzt werde ich das einfach mit der Hand durchkneten zu einem richtig geschmeidigen Teig. Ich zeige euch dann noch einen Trick beim Kneten. Dass er mir nicht zu stark klebt. Wichtig ist jetzt beim Kneten, es muss sich alles miteinander verbinden, dass das ein geschmeidiger Teig wird. Und umso mehr ihr und länger ihr ihn knetet, umso mehr entfaltet sich der Kleber im Mehl. Und der Kleber ist natürlich jetzt dafür total wichtig, dass ihr den Strudelteig nachher richtig schön in die Länge ziehen könnt. Und mir hat mal ein Koch einen Trick gezeigt, und zwar, wenn man den Teig jetzt mal, wenn sich das jetzt alles einmal so relativ gut miteinander verbunden hat, schlagt man den Teig praktisch. Das heißt, ich schlage ihn auf meine Arbeitsfläche und durch dieses Schlagen, durch dieses Clashen und dann davonwälzen, wird der Kleber noch mehr aktiviert. Also einfach auf die Arbeitsfläche und dann da und wegwälzen und wieder. Also ihr merkt, wenn der Teig fertig ist, er ist noch ein bisschen klebrig, das ist aber wichtig, das wollen wir ja auch so, aber er bleibt jetzt nicht, weiß Gott, wie noch an den Fingern picken. Wenn der fertig geknetet ist, dann kommt der in eine Schüssel, die habe ich mir vorbereitet.
Und in diese Schüssel gieße ich mir jetzt einfach ein bisschen ein Öl. Das ist jetzt ein Esslöffel voll. Und da lege ich mir den Teig rein. So. Und dann drehe ich ihn auch nochmal um, sodass er jetzt wirklich schön mit Öl bedeckt ist. Ganz wichtig nämlich, weil der Teig darf während der Rastzeit, die jetzt kommt, nicht austrocknen. So, und wenn das bedeckt ist, kommt jetzt noch Frischhaltefolie und dann gebe ich den Teig jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank, sodass er sich wirklich schön entfalten kann. Und danach wird er dann gezogen. Und während der Teig jetzt rastet, zeige ich euch in der Zwischenzeit, wie ich mir die Füllung vorbereite, nachdem ich das Chaos beseitigt habe. Für die Füllung werde ich mir jetzt als allererstes einmal meine Äpfel schälen, halbieren und entkernen und dann in ganz feine Scheiben schneiden. Das mache ich jetzt einmal alles und dann geht's weiter. Ich habe sie alle geschält und einmal so halbiert und geviertelt und jetzt mache ich es mit Hilfe von meinem Foodprozessor in ganz feine Scheiben. Gut, und wenn sie alle in Scheiben geschnitten sind, dann kommen im Prinzip alle restlichen Zutaten dazu. Zuerst einmal der Zucker. Der Zimt. Die Rosinen. Ihr könntet jetzt als zusätzliches Geschmackserlebnis die Rosinen noch in Rum ein bisschen einweichen. Dann habt ihr diese Rumnote dabei. Wenn man das mag, super lecker. Ich mache es jetzt aber sehr kinderfreundlich, das heißt, ich lasse den Rum weg. Natürlich könnte man es in Apfelsaft einweichen, aber meine sind eigentlich sehr weich, somit verzichte ich auf das. Die Brösel noch dazu, die Butter. Von der Butter werde ich mir jetzt aber nicht alles drüber gießen. Es soll jetzt nur so diesen Geschmack geben von eigentlich von Butterbröseln. Also ich lasse mir jetzt, ich sag mal so zwei Esslöffel lasse ich mir drinnen, einfach für den Strudel nachher noch zum Bepinseln. So, das werde ich mir jetzt alles unterrühren und dann darf das auch noch in den Kühlschrank, bis dann der Strudelteig fertig durchgezogen ist. Okay, nach einer Stunde Rastzeit habe ich mir jetzt den Teig geholt. Ich werde ihn mir jetzt halbieren. Ich mache zwei große Strudel. Ich versuche zwei große Strudel zu machen. So, das kommt mal auf die Seite. Ich habe mir jetzt vorbereitet einfach ein Tischtuch. Es gibt Strudeltücher, die sind mega praktisch. Ich habe leider noch keines. Das heißt, es ist einfach mal ein Tischtuch, das ist schön groß. Da kann ich ihn mir ausrollen, ausziehen und kann ihn mir dann aber auch gut einrollen. So, das bemehle ich mir jetzt mal. So. Ich werde ihn jetzt noch kurz rollen. So. Und jetzt im Prinzip ist der Nudelroller weg und jetzt wird der Teig nur noch gezogen. Ich fange immer an von der Mitte. Versuche ich einmal, dass ich von der Mitte einfach nach außen ziehe. Achtet darauf, dass ihr die Faust macht und dass ihr den Teig einfach nur so mit dem Handrücken auseinanderzieht und nicht wirklich mit den Fingern, weil ansonsten würdet ihr Löcher reinstechen. Und dann einfach viel Geduld den Teig auseinanderziehen. Und man merkt richtig, wie elastisch der Teig ist. Er zieht sich dann auch immer wieder so zurück. Das heißt wirklich dranbleiben, die Zeit nehmen und ihn immer wieder ausziehen, ausziehen, Form ziehen. Und irgendwann bleibt er dann auch richtig schön liegen.
Ich habe jetzt den Teig aufs Maximum ausgezogen. Wenn er an irgendwelchen Stellen reißen sollte, einfach das Loch halt zudrücken. Das geht ganz gut. Und man sagt jetzt, ja, wenn man einen Strudelteig auszieht, man sagt, er ist dann perfekt, wenn man im Prinzip eine Zeitung unten drunter legt und man durchlesen kann. Also er soll wirklich ganz, ganz hauchdünn sein. Also wirklich so, dass er transparent schon fast ist, ja, dass du wirklich erkennst, was drunter ist. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist er ready und dann können wir ihn jetzt füllen. Ich werde jetzt die Hälfte meiner Fülle draufgeben. Ich verteile das jetzt mit der Hand. So. Wenn ihr die Fülle auftragt, achtet darauf. Der Strudel wird dann bei mir jetzt von rechts nach links gerollt und ich lasse mir den letzten Streifen vom Teig frei, weil sich einfach immer ein bisschen eine Fülle dann noch rausdrückt und dass man da ein bisschen einen Puffer hat. Und die letzte Stelle vom Strudel, dadurch, die ja gerollt wird und die dann Teig auf Teig liegt, bestreiche ich die jetzt noch mit der flüssigen Butter. Das hat jetzt den Grund, zum einen klebt es dann schön und zum zweiten macht die Butter jetzt das, dass der Teig dann nicht pappig wird, sondern durch die Butter wird er sehr blättrig und knusprig an der Stelle. So. Okay, und jetzt die Enden schlage ich mir ein, sodass nichts rausquillt. So, und dann fange ich jetzt von der Seite an, ihn mir einzurollen. So. So. Und so werde ich ihn mir jetzt auf mein Backblech rübergeben. Das heißt, einfach einmal mit dem Tuch, ein bisschen groß hier bei mir, und jetzt kann ich ihn mir vorsichtig aufs Blech heben. So. Das mache ich jetzt natürlich auch mit meinem zweiten. Ich bestreiche mir den jetzt noch mit der Butter. Das mache ich jetzt noch mit dem zweiten, genau das gleiche Verfahren. Und dann kommen die Strudel bei mir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Heißluft für 30 bis 33 Minuten, je nachdem, wie schnell er anknuspert und wie dick dann oder dünn der Teig bei euch ist. Ich zeige euch dann das fertige Backergebnis. Bei mir war er jetzt genau 35 Minuten im Backofen und er hat jetzt eine leichte Bräunung bekommen, eine leichte Farbe, ist knusprig. Und jetzt werde ich ihn anschneiden. Bei mir ist er noch voll heiß, gerade frisch raus. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem an. Tada! Und der Dampf! So, da kommt jetzt dazu frischer Staubzucker, kommt noch oben drüber. Und dann noch ein bisschen ein geschlagenes Schlagobers. Und dann wieder gegessen. Er schmeckt auch mega gut mit Vanilleeis, aber ganz klassisch ist halt der Schlagobers dazu. So. Also ihr habt jetzt gesehen, dass der Strudelteig eigentlich watschen einfach ist. Also keine große Hexerei. Und ich würde mich voll freuen, wenn ihr euch auch drüber traut. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Und vielleicht auch ein paar Ideen. Wir könnten ja auch mal einen Topfenstrudel machen oder einen ganz klassischen Milchrahmenstrudel. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Wünsche da lasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.